Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, heute hier auf dem wunderbaren Tempelhofer Feld. Ich bin sehr oft hier, weil ich die Lokation sehr feiere. Ich feiere diese Lokation sehr. Diese Lokation wird sehr gefeiert, falls ich es so nicht erwähnt habe. Aber ich muss gestehen, ich war letzte Woche zum allerersten Mal, Luftlinie genau da hinten, am Skatepark-Areal hier auf dem Tempelhofer Feld. Falls ihr dorthin wollt, rollern, die Halfpipe zerpflücken, zeige ich euch genau, wie ihr da hinkommt. Hier vorne, Eingang Tempelhofer Damm, und wir schlendern gemeinsam jetzt dahin. Hier der Eingang vom Tempelhofer Damm aus. Der erste Eingang praktisch, wenn man von der Autobahn runterkommt. Und was ich jetzt gerade sehe, hier ist auch ein kleiner Skate-Spot. Hier gibt es auch eine Möglichkeit, wenn man nicht so lange laufen will, vielleicht den einen oder anderen Olli wieder zu üben nach 20 Jahren. Die Asphaltsituation am Anfang ist schon sehr angenehm. Allerdings ist hier eine alte, stillgelegte Schiene, wo wir das Board hochnehmen müssen. Aber, sag ich euch ganz ehrlich, habe ich auch noch nie gesehen, dass hier so eine Schiene durchgeht. Man lernt nie aus. Außerdem kurze Side-Info. Das erste Skate-Video habe ich ja so vor 3 Wochen online geböllert. Skaten mit 40. Eine Sache, die ich wirklich seitdem gemerkt habe, dass man einfach Geduld braucht. So, ne? Das Gefühl vom ersten Mal von vor 3, 4 Wochen auf dem Brett wieder zu stehen, nach 20 Jahren und jetzt, das sind einfach Wellen. So, ne? So oft wie es geht, bin ich am Rollern, egal wo ich bin, so, ne? Wenn ich nur zum Bäcker gehe, versuche ich das Board mitzunehmen. Man bekommt halt echt immer mehr Gefühl. Das ist wirklich krass. Plus eine wichtige Sache, Schuhe. Ich weiß jetzt, warum Skateschuhe Skateschuhe heißen. Haltet euch fest, Trommelwirbel, die sind halt zum Skaten da so, ne? Deswegen Skateschlappen, flache Dinger. Ich mag echt halt Vans, weil ich halt auch einfach die Vans-Styles von früher feier. Aber da kann man sich bestimmt auch streiten. Da wird wahrscheinlich jeder geschmackssachenmäßig was anderes am Start haben. Also hier direkt am Anfang ist ein Areal, das ist ja butterweich. Und seit gestern habe ich so meinen ersten Olli im Fahren gemacht. Jetzt auch nicht so schnell, ne? Ich bin jetzt hier mit 50 km/h lang gebrezelt. Was ich einfach immer wieder dazu sagen will, auch wenn vielleicht der ein oder andere das mal sieht, der auch wieder neu anfängt. Geduld. Weiß nicht, ob ich heute schon Geduld erwähnt habe, aber eine wichtige Sache, die ich schon sagen wollte, Geduld. Eine andere wichtige Sache, ich fahre in die falsche Richtung, wir müssen nach da hinten umdrehen. Und wir schlendern jetzt den Weg entlang. Der ist nicht wirklich zum Fahren, aber wir schlendern einfach. Entweder ihr nehmt diesen hier oder den ganz außen. Für Skater nicht geeignet. Seht ihr, hier wird auf jeden Fall auf die Skater noch geachtet. So, jetzt mal einen kleinen Lifehack. Ich will natürlich Schritte machen. Der Schrittzähler ist calling. Wenn ihr nicht so weit laufen wollt, kommt ihr von der anderen Seite, von Neukölln. Wenn ihr von der Seite kommt, diesen holprigen Weg langlauft, weil ihr einfach den Schrittzähler auffüllen wollt, gibt es auch hier so einen kleinen Spot, irgendwo im Nirgendwo, der sehr, sehr schön ist vom Asphalt. Ne? Wir sind natürlich jetzt immer am cremischen Asphalt testen. Ach Gott, ist das schön. Ich habe kurzzeitig gedacht, ich bin in Sylt. Nur mal angenommen, man ist ein bisschen allergisch. Griechischer Wein. Diese Weite gibt einem kurz irgendwie einen guten Vibe. Tempelhofer Feld, du bist einfach Freiheit. Und hier ist extra ein Platz für akustische Musik. Das ist nicht schön. Ich habe den Guten da eben aus seinem Mittagsschäfchen, glaube ich, auferweckt. Aber das ist krass, weil als ich letzte Woche hier war mit dem Streamy, bin ich hier mit dem Rad lang gefahren und da saß nämlich einer mit der Trompete. Und ich wusste nicht, dass da extra Spots sind. Platz für akustische Musik. Ja, hätten wir mal in jungen Jahren ein Saxophon angefangen. Ich sage euch, dieses Saxophon ist einfach, Mann, Saxophon. Ey, schreibt es mal in die Kommentare, wer Saxophon auch feiert. So, wir sind am Stissel. Und zwar ist es hier folgendermaßen. Hier vorne ist so die Rampen Halfpipe Area und da hinten so die flachere Area. Wir sind von da vorne rein. Tempelhofer Damm, wie gesagt, ey, es sieht weiter aus, als es ist, geht voll klar. Locker flockischer Spaziergang. Badabum, badabang. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich jemals auf diesen Halfpipe-Style, ob mich das anzecken wird. Aktuell ist es wirklich so, Rollern, Olli, das ist schon für mich alles. Hier nochmal von der anderen Seite. Und ihr seht ja, von der Höhe geht es eigentlich klar so, ne? Das ist nicht wirklich so hoch, aber ich sage euch, wie es ist. Ich habe da noch sehr, sehr viel Respekt davor. Aber ihr habt ja jetzt schon mal gesehen, die erste Lokation, die Halfpipe, 2 Stück nebeneinander. Und da hinten ist halt dann eher die flachen Gewässer. Und das ist halt eher das, was mich so anzieht. Was ich hier am Anfang ein bisschen komisch fand, ist, dass es so wie so Fliesen sind. Aber ich glaube, die sind so glatt und so nah beieinander, dass das alles locker easy ist. Rollern, Olli drauf, Olli runter. Das wäre schon
mein Dream. Oh, das rollert sich schon sehr gut. Das ist sehr nice, aber ich weiß nicht, warum so fließen und warum nicht komplett Beton. Die Fachleute gerne mal in die Kommentare schreiben. In der Fahrt, Leute. Vor 3 Wochen habe ich nicht mal drauf stehen können. I like. In 2 Monaten sind wir dann in der Halfpipe. Okay, wahrscheinlich häschle ich beim Fahren wie ein Schlawiner, aber es ist sehr, sehr warm. Also ich muss sagen, das rollert schon sehr, sehr nice. Das rollert schon sehr, sehr gut. Macht Spaß. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, das ist so vom Style her und von der Location bis jetzt auch einer meiner Favoriten. Und wenn man da ein bisschen fitter ist, ne, das ist alles nicht so hoch, da kann man sich schon austoben, da kann man Spaß haben. I like. Ich war jetzt so eine Weile rollern. Wir haben wunderbarstes Wetter und ich mag diesen Spot wirklich sehr. Ansonsten, wie immer, falls ihr irgendwelche Locations habt, wo ihr sagt, da musst du hingehen, da ist der Asphalt so puderweich, da musst du hin, schreibt es in die Kommentare. Ganz wichtige Durchsage. Ich würde mich wie immer über jegliche Kommentare erfreuen. Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis ganz bald auf jeglichen Kanälen. Ahoi.